Als ich im August 2013 in einem Einfall von Übermut meine ersten Videos auf YouTube einstellte, dachte ich mir, naja, in 2 Wochen hörst du damit auf. Das sieht eh keiner. Das ist eh Blödsinn. Aber irgendwie habe ich dann nicht damit aufgehört und jetzt ist das schon das 100. Video. Wer hätte das gedacht? Und von wegen, es sieht keiner, klar. 55 Abonnenten ist überschaubar. Ich kenne sie quasi alle persönlich. Nicht ganz. Aber ich freue mich über jede E-Mail, die mir YouTube schickt, dass ich wieder einen neuen Abonnenten habe. Weiter so. Finde ich toll. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der meine Videos sieht und der irgendwie Spaß daran hat. Dafür mache ich sie. Für euch, meine Zuschauer. Wenngleich dieser Erfolg doch überschaubar ist, so bestärkt er mich doch weiterzumachen. Ich muss ja irgendwas richtig gemacht haben. Und ich habe für die Zukunft auch noch einige nette Ideen und einiges an Material, was ich filmen kann. Deswegen lohnt es sich, meinen Kanal jetzt zu abonnieren. Der Link ist da oben. Genug der Werbung. Jetzt geht es um einen Film. Ja. Lego The Movie. Nie was von gehört? Kein Wunder, er ist noch nicht in den Kinos gelaufen, leider. Nur in den Staaten. Kommt aber in 2 Wochen oder so und scheint brillant zu sein. Wer hätte das gedacht? Nachdem Lego-Filme immer nur irgendwelcher Schrott auf DVD waren, haben sie es jetzt tatsächlich ins Kino geschafft und die Kritiken überschlagen sich im Lob dafür. Wer hätte das erwartet? Aber es wurde eigentlich auch mal Zeit, dass es einen vernünftigen Lego-Film gibt. Denn aus dem Material lässt sich ja wirklich eine Menge machen. Vor allen Dingen bei den vielen Lizenzprodukten, die Lego in letzter Zeit auf den Markt schmeißt. Da kann man sicherlich, wenn man die Lizenzgeber davon überzeugen kann, dass ihre Figuren in dem Film mitspielen dürfen, eine richtige Bombe raushauen. Und das haben sie jetzt geschafft. Was gibt es natürlich auch dazu? Neben einer Tonne lizenzierter Spielsets zu dem Lego-Film. Blind Bags. Lego The Movie Blind Bags. Gibt offensichtlich nur eine Serie, was auch vollkommen ausreicht. Aber es wird garantiert einen zweiten Lego-Film geben. Wenn der erste hat ja so viel Erfolg schon. Da können sie sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr drum drücken. Ich habe keine Ahnung, wer die Figuren sind, denn den Film gab es ja noch nicht im Kino. Zumindest nicht hier, wie gesagt. Ich werde ihn mir aber ansehen. Freue ich mich schon sehr drauf. Soll ja sehr verrückt sein. Sieht auch so aus. Das, was mich am meisten wundert, ist, was machen die Beine da oben? Hat der Typ die in der Hand? Ist das eine Handpuppe? Gut, der Bauarbeiter ist, soviel ich weiß, der Held des Films. Das ist die weibliche Hauptrolle und den Rest kenne ich nicht. Verrückter Mexikaner. Bürotyp mit, was soll das sein? Hat er allen Ernstes Knäckebrot als Haare? Oder so? Etwas konsterniert guckende Pandas. Sehr merkwürdig alles. Aber gut, bei Lego sollten die Figuren eigentlich was taugen. Leider werde ich sie wieder zusammenbauen müssen. Man bin mal gespannt, was es diesmal als ultra seltene Figur geben soll. Oh, was ist das? Da haben wir sie alle. Schön, dass ihr keine Namen dazu schreibt, damit man auch genau weiß, worum es eigentlich geht. Was soll das sein? Komische Tante mit Schießgewehr? Hier ist wieder, ach, das ist der Geschäftsführer von Okton. Ich glaube, ist er der Böse? Ich weiß es nicht. Jedenfalls der Typ mit Zwieback im Haar. Unser Freund der Bauarbeiter. Eine Gothic Lady. Abraham Lincoln? Bist du das? Haben wir den hier? Sehr cool. Eine Katzenlady. Ein, ja, weiß nicht, Polizist mit iPad oder so, oder iPhone. Schön. Den erkenne ich jetzt nicht. Könnte ein Fugger sein aus der Hansezeit, irgendwie sowas. Noch ein Bauarbeiter. Typ mit Arbeitsklamotten. Schön. Offensichtlich jemand ist von McDonald's oder so, oder Taco Bell oder weiß der Däubel was. Der passende Mexikaner dazu. Ja, und der hat tatsächlich irgendwie, er hat die Hosen in der Hand sozusagen. Ein, ich weiß es nicht, Bandit vermutlich, Pandas und eine Meerjungfrau. Wow, toll. Da sind sie alle. Scan the code for more fun. Ja, ach, da haben sie eine App noch dazu. Ist also leider keine Gratisbeigabe. Schade. Die Figuren sehen doch alle sehr cool aus. Das sind wahrscheinlich die Playsets, die man noch extra kaufen kann. Insbesondere der Transformer sieht natürlich fantastisch aus. Ja, auf den Film kann man echt gespannt sein. Das Ding sieht so absolut schrill aus. Das sollte man gesehen haben, habe ich das dumpfe Gefühl. Wollen wir mal sehen, was wir jetzt eigentlich hier in dem Tütchen haben. Ich gehe mal von Abraham Lincoln aus. Ja. Was ist das? Ach, natürlich. Das wird vermutlich die... Ja.
Unabhängigkeitserklärung sein. So, das sieht doch sehr gut aus. Die Idee, den Zylinder mit dem Bart zu verschmelzen, ist eine gute. Sehr cool. Ja, gefällt mir sehr gut. Aber mal sehen, was im zweiten Teil drin ist. Es scheint gar keine rare Figur zu geben. Das ist bedauerlich. Oh, was ist denn das? Ach, das ist der Typ mit dem... Was ist das denn? Das sieht ja mal äußerst merkwürdig aus. Soll das ein Rock sein? Das ist eine sehr kreative Idee. Uch. Kopf drauf machen. Wow, was für eine Perücke. Donnerwetter. Das ist... Oder das noch ein Hut drauf oder was? Oh ja, Mensch, das ist ja irre. Toll. Ja, tatsächlich. Ein cooler Hut. Ja, und das soll offensichtlich eine Art Rock darstellen, auch wenn die Teile nicht so hundertprozentig zusammenpassen vom Druck. Und eine antike Büchse zum... Ach, ja, die passt nicht so richtig gut in die Hand. Sehr cool. Die Haarpracht. Der Hut. Der Rock ist irgendwie nicht so überzeugend. Das hätte man besser lösen können. Aber gut, wie? Das ist ein Lego-Stein. Das muss irgendwie zusammenpassen. Wirklich nette Figuren. Ob der Preis von 2,50 Euro dafür gerechtfertigt ist, das war schon beim letzten Lego Blindback so die Frage. Ich würde ja eher sagen, 2 Euro könnten es auch tun. Aber gut, wir wollen mal nicht so sein. Die Figuren sind durchaus nett gemacht. Kreativität ist dabei und es ist original Lego. Was will man mehr? Alle anderen Lego-Klone sehen halt einfach schlechter aus. Egal, ob als Blindback oder nicht. Yo, in diesem Sinne, auf weitere 100 Jahre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.